Doppelzerjagd und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Warum Doppelzerg? Das kann ich dir nicht sagen. Ich hätte noch ein bisschen, glaube ich, an der Was war? Farbkorrektur arbeiten müssen. Aber egal, wir Nirgends wohl spielen mit einem jetzt. Greenscreen, ja. Wenn ich wieder nach hinten lehne, dann ist meine Stirn wieder unsichtbar. Macht aber nichts. Hab ich nicht. So. Tastatur liegt auch noch nicht richtig. Ha, Ich technische sitze auch Probleme noch ohne hier Ende. falsch. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession, wie ihr wahrscheinlich Das dadurch schon gemerkt habt. absolut korrekt. Wir sind So. hier Oh, zeitlich gerade jetzt. Doppelzerg, wir müssen wallen. Wo ist denn die Wall, die Ingram? Wally. Jetzt habe ich glücklicherweise nicht gehört. Wally, was? Mal, ich wollte auch das tolle Symbol schreiben. Tarok weiß wieder nicht, wie man das macht. Nee. Ist aber auch irrelevant. Nein, das ist voll toll. Und gerade Extreme Supply blockt, aber da machen So, wir auch ich nichts. spiele jetzt einfach mal Nexus First. Tarok preist das schon. Ja, absolut. Beim Wollen kann ich ja so gut. Der Folgen ist da oben halt offen. Ja, macht ja nichts. Ja, das Pool First schon mal. Kein Dingens First. Das ist schon mal nicht so geil für mich. Hier ist aber nichts. Hedge First. Ding ist bald mal fertig. Warum brauchst du denn eine Forge? Wie eine Forge haben will. Dazu verwerfe ich eine Forge zu bauen jetzt? Ja, eigentlich schon. Was willst du mit der anfangen? Soll ich jetzt einkennen oder was? Ja, ich hätte halt eine Cannon da in dieses Dingens gebaut, das was sowieso da rumgestanden wäre. Ja, du hast jetzt aber nur noch eine Lücke, wo ein Zealot reinpasst. Das ist doch gut. Ja, dann brauchst du eben keine Forge. Sie ist immer noch nicht expandiert. Das irritiert mich. Bau bitte ein Zealot, ja genau. Ich kann dir Mache da ich. leider ja nicht helfen. Dank der Gier. Energorik spielt die Taktik Greed First. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen gierig sein. E war das, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum du. Achso, um den Zealot in die Lücke zu stellen und dort auch zu lassen. Genau. Mein Typ sagt mir, ich benötige Eigentlich mehr Vespingas. bräuchte ich gar keinen Zealot. Ich habe einfach mal einen gebaut für die nussige Note. Oh, der Feind greift unsere Sonden an. Ich wusste gar nicht, dass die noch lebt. Oh, früher Hä? Uns Leertech. was unsere Sonden? Ja, meine Scouting-Probe hat noch gelebt, mitten in deren Base. Damit hatte ich selber nicht mehr gerechnet. Bin mit der Expansion wie immer standardgemäß sehr spät dran, ne? Ja, das merke ich schon. Falls du übrigens mal einen Stalker baust, ist hier noch ein Overlord, den du verjagen darfst. Alles klar. Aber er hat einen Berserker. Ist korrekt. Wo fahren denn meine Probes hin? Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin Ich bin auf Double Stargate gegangen. sehr gemächlich unterwegs gerade. Das ist nicht so gut. Das ist korrekt. Das ist gar nicht meine Probe, deshalb werde ich nicht dahin, wo ich ihr das befehle. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen Waypoint Fehler gemacht. Ich habe irgendwo hier so ein Haar hängen, das ist ziemlich nervig. Jetzt habe ich es erwischt, sehr gut. Zack, es ist auch immer ganz gut, wenn du an deine Natural mal immer Pylons schon baust, wenn du dahin die Echse schon setzt. Dann immer zwei Pylons direkt daneben. Eigentlich. Vor allen Dingen, wenn du sie so spät hast, wie du sie jetzt hast, da kannst du das definitiv erlauben. Weil du Sie möchtest da ja getrieben ins auch Gas. reinwarpen können. Das ist korrekt, Nergox. Das wusste ich auch nicht. Das ist alles neu, das ist Neuland für mich. Ja, irgendwie nach 100 Folgen kannst du dich damit aber auch nicht mehr rausreden. Doch, doch.
Kann ich schon. Ich glaube, ich habe den Overlord erwischt oder auch nicht. Teleportation erfolgreich. Forschung abgeschlossen. Ich habe kein Geld. Das ist nie gut. Wobei, eigentlich ist das gut, weil das heißt, so Makro ist ja akzeptabel. So, ich kann auch mal meine Gateways ausklappen. Teleportation erfolgreich. Teleportation erfolgreich. Da eigentlich gehofft, dass sie jetzt auf Mutas rushen und ich dann 18 Phoenixes habe und das Spiel vorbei ist. Aber diesen Gefallen scheinen sie mir nicht getan zu haben. Ich werde jetzt gleich mal mit meinen Phoenixes nach vorne fliegen. Und da müssten wir mal eben gucken, ob ich gleich nochmal was expandiere. Jetzt baue ich. Was ist da los? Was ist da los? Wir expandieren und hab den Linken geklärt, der da rumstand. Das ist gut, ne, Rix, das ist sehr gut. Oh, die rushen auf Ultras? Ne, haben Spire, die rushen auf Brutlords. Was macht man hier in Brutlords? Ja, zum Beispiel Phoenixes, die schon mal haben. Also ist auf jeden Fall nicht so schlau gerade von ihnen auf Brutlords zu rushen. Weiß ich nicht. Brutlords, das ist nicht so eine Einheit, die ich so gerne kenne und gerne mag. Das ist alles Neuland. Hat man schon so viele Phoenixes und hat keine Energie mehr? Ja, die kommen jetzt hier nach vorne, aber dann machen die. Die haben auch schon, oder die gehen aufs Swarmhaus oder sowas. Hier stehen übrigens ziemlich viele Linge rum. Habe ich gerade gesehen, ja. Hab da gebaut, alles klar. Ja, das bringt nichts. Wir müssten halt jetzt mal unten Echsen nehmen, Cyrock, langsam, ne? Das ist korrekt. Also bitte Einheiten dahin schicken. Leck. Da kann ich jetzt nichts für. Gregstein! Los! Ich will expandieren. Ich auch! 1, 2, 3, 4 Gregstein. Alles muss versteckt sein. Noch ein guter Politiker, Günther Beckstein. Kennst du noch das aus dem irgendeinem FIFA-Soundtrack ist das mit Eckstein? Augen auf, ich komme von oben. Das war geil. Ich glaube FIFA 2005. Das ist zu lange. Da hieß es sogar noch FIFA Football 2005, glaube ich. FIFA Football. Tja, das sieht ja so aus, als würden wir den ersten Sieg geschenkt bekommen. Hätten wir natürlich auch uns Wer sie sind. Was spiegelt weiter? Nein, ich wollte gerade Ulle Zulwül für Trogen ähnlich schreiben. Aber ich musste zu lange überlegen, wie man das denn wohl irgendwie schreiben könnte. Also, falls du mal Gas übrig hättest. Ja, sehr gerne, Nergorix. Würde ich das gerne annehmen. Ich habe nicht alle Gasgeysiere besetzt, obwohl ich gar nicht so viel Gas brauche. Jetzt bin ich supply-blocked. Sehr gut, Nergorix! Da wollte ich hin! Das ist ja. Warum nimmst du denn meine Base hier? Ja, dann bau doch da! Nein! Ich habe jetzt schon eine neue genommen. Boah! Läuft wie geschmiert, würde ich behaupten. Mineralienfeld erschöpft. Blöder Lag hier. Hat uns völlig aus dem Konzept gebracht. Aber das ist ja nur noch ein Gegner jetzt, ne? Ja, ja. Der wird jetzt gleich mit irgendwas ankommen und dann sind wir tot. Jetzt spiel ich mit, das ist möglich. So, da sind sie schon. Bitte, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Brauchen Hilfe! Zahlrock, immer noch Hilfe! Ich bin Supply Block! Ja, alles gut. Plötzlich ist wieder gut, ne? Du solltest halt vor allen Dingen nicht nur Adepten bauen, sondern eher auf Stalker jetzt gehen, ne? Ich halt meinen Mothership Core gesniped. Jetzt kann ich kein Mothership bauen. So unfair. Kann die Pylonen jetzt mal fertig werden hier, die 18?
Oh, 37 von 16 Worker stehen da. Das ist ein bisschen falsch, glaube ich, jetzt. Ja, ich habe auch 32 hätte ich, glaube ich. Das war dein Observer. Das macht er. Haben wir wenigstens was gesehen? Ein Corruptor, das war aber jetzt nicht so eine riesen Überraschung. Guck mal, wie alle unsere Probes hier hinfahren. Das sind nämlich nicht nur deine, sondern auch meine. Und zusätzliche Mineralien werden benötigt. So, lass mal ein Stück nach vorne gehen. Alles klar, mein Freund. Ganz gerne eben expandieren und dann können wir, glaube ich, mal pushen. Wie viel Supply hast du? 118, wo ist mein Ding eigentlich? Das ist jetzt auch nicht so viel, nicht? Das stimmt. Dann warten wir noch ein bisschen. Weil es wird ja tendenziell immer nur besser für uns und nicht schlechter. Das weiß ich nicht. Weil ja nur noch einer dabei ist. Jetzt habe ich ein Supply zu wenig frei, um ein Mothership zu morphen. Ich will doch nur Chronoboost. Ergolitsch. Miraculi. Wir benötigen zusätzliches Supply. Das sagt er gar nicht, aber. So. Unzureichende Mineralien. Mineralien reichen nicht aus. Was kenne ich irgendwo, ja. So, wir erforschen jetzt mal alles, was man so erforschen kann. Mich wundert halt, dass sie nichts machen. Er, nicht sie. Ja, aber er hat ja immer noch die Ressourcen vom anderen. Aber vielleicht ist er auch eine sie. Vielleicht dass ist er auch eine Gateways, sie. Die nicht aufgeklappt sind. Das ist korrekt, Neurex, hast du gut gesehen. Ich hab nur eine Probe. Irgendwann da kommen sie, die kommen. Ich komme nach vorne. Spannende Frage, warum stehst du hier noch nicht? Ich stehe doch da unter dir. Klumpst aber viel zu sehr. Ganz schön viele Corruptor, die er hatte. Ja, aber das macht hier nichts. Ja, jetzt müssen wir die Brutelords noch töten, das mache ich am besten mit den Corruptern. Sieht man nämlich, wie viel Schaden die mit den Corruptern, vor allem mit den Tempest. Jetzt hat er mein Mothership getötet. Es hat 3 Minuten gebraucht, um zu morphen, und jetzt ist es direkt gestorben. Oh, ärgerlich. 2-2 habe ich schon. Das ist Gemeinheit. Ja! Oh, bam! Yes! Werden gemobbt. Warum? Ich fliege jetzt noch mal in den Gegner hier rein. La 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 la. Ja, guck mal, was der machen wollte. Ja, Brutelords. Aber das hatte ich ja, da war ich ja schon von ausgegangen, als ich den Spire und den Leertag gesehen habe. Also den extrem frühen Leertag und eigentlich meine ich das Infestation Pit. Der hat sich ja da eingebunkert. Ja, er wollte halt auf Brutelords gehen. Aber Brutelords sind halt gegen Double Protoss auch nicht das Allergeilste. Vor allen Dingen, wenn einer schon auf R gegangen ist. Aber das wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das wusste er nicht, stimmt. Naja, gut. So. Aber ich habe immerhin 2-2er Upgrade, ja. Jetzt wäre sogar 3-2er fertig geworden. Und ich hatte gerade extra meinen zweiten Cybernetic Score gebaut, um weitere Upgrades zu nehmen. Ja, das ist natürlich. Guck mal, wie viel Wert der Armee Obscura hatte. Ganz schön viel. Und nachher ganz schön wenig. Und Greg Stein hat irgendwann aufgehört, weil er leider rausgedroppt ist. Das war diesmal das Umgekehrte, was wir beim letzten Spiel hatten. Diesmal hast du alles verloren und ich nix. Ja, das stimmt, du hast wirklich wenig verloren. Also gar nichts. Aber das lag daran, dass halt alles Corrupter waren und die können halt nicht auf den Boden schießen, nicht? Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das schon für die heutige Folge. Ich krisse wieder eine Endcard massiv, das ist aber so. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts mal ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.